Also, mein Name ist Remo Lötscher, ich wohne in Zürich, Hönk, am Wasser und arbeite beim Tagesanzeiger als Bildredakteur. Heute mache ich etwas ganz einfach, und zwar sind das Entrecôte. Die werden dann mariniert in einer Soja-, Knoblauch-, Ingwer-, Chili-Mischung und zusammen mit gedämpftem Bok Choy aufgetischt. Also ich tue im Voraus Knoblauch hacken, tue Ingwer hacken und tue rote Chili hacken. Also ein Tipp von mir ist jetzt, der Ingwer habe ich jetzt statt im Migros oder im Coop, ich den beim Asiat gekauft, also so einen Thailader, wie es auch überall anfangs hat. Und der ist einfach, der kommt mir eben sehr junge Ingwer rüber, also der sieht so aus, eigentlich sowieso Frühlingsherdöpfel, auch die Schale ist ganz fein, die könnte man wahrscheinlich sogar dran lassen. Und den kann man tiptop verschneiden, also den kann man wie einen Herdöpfel oder so hacken. Dann dämpfe ich die Bok Choys. Die haben nicht lange, das geht 4-5 Minuten. So, jetzt wird das Ganze gedämpft. Ja, ich koche wirklich so querbeet, also von Rösti über Teilzeug, über irgendwelche Sachen, die ich ausprobiere. Also ich koche auch, ich stehe einfach gerne in der Küche. Ja, es gibt mir natürlich schon einen Ausgleich, es beruhigt mich, sogar nach dem Arbeiten bin ich manchmal froh, wenn ich dann irgendwie kann in den Kochherd anwerfen und im Kühlschrank rumwühlen. So, voilà, dann wird das nicht salzen. Zum Ruhe bleiben wird das in die Sojasauce reingelegt. Jetzt kommt noch Zitronensaft drüber. Den Rest kann man einfach mit Marinade schmeißen. So, voilà. Danke vielmals. Bitte. Zum Wohl. Zum Wohl, danke vielmals. Kind. Kleine. Ich habe das letzte Mal eine Meerblasse gemacht und hatte dann das Foto. Das hat total schön ausgesehen, ich war total stolz. Ich habe das Foto auf Facebook reingehängt. Und es ist nicht lange gegangen, bis mich dann irgendwelche kritischen Zeitgenossen haben mir dann so Greenpeace-Link geschickt, dass man eigentlich den Fisch sollte in Ruhe lassen und ja nicht kaufen und Asche auf mein Haupt und mehr als einmal im Jahr kaufen. So einen auch nicht.